Hallo liebe Facebook-Freunde, ihr habt ja bestimmt schon in den Medien von diesem kleinen netten Tierchen gehört, das jetzt gerade zu der warmen Zeit sehr aktiv ist und wirklich sehr unschöne Reaktionen bei Menschen und auch Tieren hervorrufen kann. Hier neben mir ist Frau Dr. Wiebke Sondermann, die ist Dermatologin am Klinikum. Hallo. Und hat auch schon solche Fälle gesehen. Wir wollten euch mal ein paar Dinge, die vielleicht noch ganz nützlich sind, dazu sagen, zum Eichenprozessionsspinner. Genau. Ja, der Eichenprozessionsspinner, der hat so ganz lange Härchen und diese Härchen, die haben zum einen so Widerhaken, die dann auch auf der Haut so einfach mechanische Reaktionen machen. Und was aber noch viel schlimmer ist, ist, dass in diesen Härchen auch ein Botenstoff drin ist, der nennt sich Taumatopoetin. Und das sorgt dafür, dass in der Haut Histamin ausgeschüttet wird. Und Histamin ist ein Botenstoff, der dafür sorgt, dass die Gefäße weitgestellt werden und dass es auch zu einer Quaddelbildung kommt, also wie bei einem Nesselfieber, bei der sogenannten Urtikaria. Und das ist das Problem, wenn dann die Härchen dann mit der Haut in Kontakt kommen, kommt es halt zu sehr stark juckenden Hautreaktionen. Wir haben hier einmal so ein typisches Bild mal mitgebracht. Und was nur auch besonders wichtig ist, ist, dass auch die Härchen ja durch die Luft fliegen können. Und wenn man das dann einatmet, dann kann es halt auch über die Hautreaktionen hinaus dann auch zu Atemwegsreaktionen kommen, die dann auch gefährlich werden können. Also man kann Asthmaanfälle bekommen und auch im schlimmsten Fall kann das Ganze bis hin zum allergischen Schock gehen, was zum Glück selten ist. Wir hatten neulich hier bei uns in der Hautambulanz auch einen Patienten, der hier in Essen in der Baumpflege arbeitet und so Nester abgesaugt hat. Dabei werden auch Schutzanzüge getragen und die Konzentration mit den Härchen auf dem Schutzanzug außen war wohl so hoch, dass als er den Anzug ausgezogen hat, dann so viele Härchen nochmal durch die Luft gewirbelt sind, dass er eine massive Reaktion hatte mit wirklich einem Ganzkörper-Hautausschlag, auch Atembeschwerden und die Bindehäute der Augen war noch komplett gerötet. Und diesem Patienten haben wir dann auch ein sogenanntes Notfallset verabreicht, was man dann auch bei höhergradigen allergischen Reaktionen dann macht. Ansonsten würde man halt so eine sogenannte Raupendermatitis eher mit kortisonhaltigen Cremes für einige Tage behandeln, plus noch Antihistaminika, sowas wie Cetirizin zum Beispiel. Und damit kriegt man das dann eigentlich ganz gut wieder in den Griff. Da muss man jetzt auch nicht, das geht nach ein paar Tagen, dann sage ich mal, klingt das ja, wieder ab. Ja, genau, nach ein paar Tagen klingt das dann wieder ab. Es ist halt, während man das hat, dann schon sehr unangenehm und sehr stark juckend, aber das geht dann auch wieder weg. Okay, ja, dann können wir euch nur raten, schützt euch gut, ne? Gerade die Region, die, sage ich mal, manche, ich war letztens auf einem Friedhof unterwegs, da war auch ein riesen Warnschild, hier sind eigentlich Prozessionsspinner. Genau, und auch, also das Wichtigste ist, dass man sich von diesen Nestern fernhält und auch wenn man Nester entdeckt, die dann auch ruhig der Stadt Essen dann zum Beispiel melden, dass die sich auch darum kümmern können, dass die Nester entfernt werden. Genau, und sonst wahrscheinlich am besten wirklich lange Anziehsachen, dass zumindest die Haut dann geschützt ist. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Okay, dann passt auf euch auf und kommt gut durch die Hitze. Genau, tschüss.